Morgen, ich gehe gleich zur Uni und ich habe heute von 10 bis 16 Uhr Vorlesungen. Und zwar mein Grundlagenfach Rechtssoziologie, dann öffentliches Recht und dann habe ich noch 2 Stunden Tutorium. Wie ihr hier auch gut sehen könnt, hatte ich erst eine Vorlesung in Soziologie, dann öffentliches Recht und dann bin ich später mit 2 Freundinnen zusammen in die Fakultät gegangen für mein Tutorium. So, also das hier ist der Weihnachtsmarkt am Mebelplatz, der gerade aufgebaut wird. Dahinter ist so der Fernsehturm. Also Leute, die Humboldt-Uni wirklich richtig schön. Ach ja, hier sieht man ja den Fernsehturm. So, es ist 16 Uhr, es geht jetzt für mich nach Hause. Ich hatte gerade Tutorium, was ich total gut finde. Tutorium ist quasi einfach nochmal so ein extra Angebot von der Uni, bei dem höheren Semester uns Erstis ein bisschen was beibringen, so zur Verfügung steht für Fragen und den Stoff nochmal ein bisschen gemäßigter und konkreter durchgehen. Also es ist bei uns so alle 2 Wochen 2 Stunden. Das ist halt echt cool, wir sind heute nochmal so die Anspruchsgrundlagen durchgegangen im Zivilrecht. Wow, es ist so dunkel. So, ich habe hier erstmal meine To-Do-Liste, die eigentlich noch von gestern ist. Da habe ich nicht alles geschafft, aber ich habe heute einige Sachen davon gemacht. Das hier zum Beispiel. Jetzt sind auch gar nicht mehr so viele Sachen übrig. Ich komme heute noch ein paar Sachen dazu und die werde ich jetzt machen. Hallo, guten Morgen, es ist Dienstag. Ich habe heute Uni tatsächlich von 8 bis 18 Uhr. Normalerweise gehe ich nur von 14 bis 18 Uhr in die Uni, weil ich immer die Vorlesung, die ganz früh morgens von 8 bis 10 ist, skippe. Einfach aus dem Grund, dass wenn ich in die Uni gehen würde, habe ich so einen Block von 4 Stunden Freizeit in der Uni und die kann ich halt nicht so gut nutzen, wie wenn ich zu Hause bin. Daher bereite ich einfach die erste Vorlesung meistens von zu Hause nach oder mache sie halt von zu Hause und gehe dann nur nachmittags in die Uni. Das hat für mich immer sehr gut geklappt, weil ich dann quasi zu Hause gearbeitet habe und wenn ich gemerkt habe, okay, meine Konzentration geht irgendwie weg, fahre ich halt in die Uni und mache da weiter von 14 bis 18 Uhr. Weil ich da meine AGs habe, also es war aber super. Heute habe ich aber entschieden, dass ich in die Uni hingehe. Erstens, weil das ein sehr wichtiges Thema ist und ich gerne noch mal ein bisschen was darüber hören würde. Und zweitens, weil ich mich entschlossen habe, danach direkt anschließend zu eben dieser Veranstaltung noch zu einer AG von einer Freundin von mir gehe, weil sie mich meinte, ihre AG sei richtig, richtig gut. Und da möchte ich mal gucken, ob ich vielleicht in die AG sogar wechsle. Ja, ich glaube, es ist halt sehr wichtig, dass man gute AGs hat. Aber meine AG-Leiter sind eigentlich auch alle voll okay, voll gut. Nach der Vorlesung war ich dann, wie gesagt, mit der Freundin von mir bei ihrer AG und danach waren wir noch gemeinsam in der Mensa. Ich gehe da gar nicht so oft hin, aber an dem Tag hat sich das wirklich angeboten. Danach waren wir dann auch noch gemeinsam in der Bibliothek, weil ich noch 2 Stunden Zeit hatte bis zu meiner nächsten AG. Bist du ready? Ich habe ein bisschen Halsschmerzen. Ich glaube, ich werde wieder krank. Ich habe gerade meine Schwester zur Schule gefahren und eine nette Schwester, wie ich natürlich bin, bin ich extra um 6.30 Uhr aufgestanden, um sie dann zur Schule zu fahren. Obwohl ich heute eigentlich hätte ausschlafen können, denn ich habe heute keine festen Termine bis abends. Ich habe eigentlich Zivilrecht und Strafrecht Vorlesungen, aber die finde ich effektiver, wenn ich sie zu Hause nacharbeite. Deswegen habe ich mir vorgenommen, dass ich die mittwochs immer zu Hause mache und da hätte ich ein bisschen länger schlafen können als 6.30 Uhr. Aber naja, ich gehe jetzt wieder rein und werde mich dann an den Schreibtisch setzen, um ein bisschen zu arbeiten. Und heute Abend habe ich dann noch einen Zoom-Call, also eine Zoom-Vorlesung, römisches Recht. So, ich werde jetzt die Sachen, die ich gerade gelernt habe, nochmal in einem Lehrbuch nachlesen und dann noch einen Fall oder zwei dazu versuchen zu bearbeiten, also eine Lösungsskizze zu erstellen und zu gucken, ob ich das Thema eben verinnerlicht habe. Wir machen gerade AGB, by the way. Mittlerweile bin ich umgezogen und bin jetzt wieder hier in meinem Schreibtisch oben. Und oha, es ist voll dunkel, das sieht richtig blau aus in der Kamera. Ich muss noch ein bisschen... Oh, das war mein Wecker, das ist meine... Lol, dass meine Vorlesung gleich anfängt. Ich will jetzt nochmal die letzten 7 Minuten nutzen, um diesen Fall hier zu beenden. Und dann habe ich gleich nochmal eine Vorlesung. Meine Vorlesung ist zu Ende und ich versuche jetzt gerade noch den Zivilrechtsfall für nächste Woche zu lösen und mir schon mal so eine Lösungsskizze zu schreiben. Ich finde es halt besser, die AGs auf jeden Fall auch vorzubereiten, dass man dann in der AG nicht nur passiv zuhört, sondern das, was man vorher schon aktiv aufgeschrieben hat, nochmal zu vergleichen und so besser zu verstehen.
Guten Morgen, heute ist Donnerstag, Outfit of the Day, gar nichts Besonderes. Ich mache jetzt ein bisschen Unikram und danach habe ich noch ein anderes Projekt. Ich gebe nämlich nachher noch einen Workshop und halt einen kleinen Vortrag über Medienkompetenz, aber dazu später mehr. Erst machen wir Unisachen. Ihr steht jetzt auf dem BGB. Juhu! Also ich habe jetzt gerade schon mal Zivilrecht AG nachgearbeitet, sprich ich habe nochmal die Folien durchgeguckt, habe mir den Fall nochmal angeguckt, habe den ausformuliert und die jeweiligen Probleme und Schwerpunkte, die in dem Fall behandelt wurden, ebenfalls nochmal nachrecherchiert und Karteikarten dazu geschrieben. Das gleiche mache ich jetzt auch nochmal mit dem öffentlichen Recht und dann bereite ich noch eine AG vor, morgen Strafrecht. So. Zulässigkeit, Antragsberechtigung, Antragsgegenstand. Ich mache jetzt gerade eine kurze Pause, weil ich ein Geschenk für eine Freundin von mir noch mache. Ich habe mich entschlossen, dass ich ihr ein Fotobuch mache mit aber nicht Fotos, also nicht nur Fotos, sondern auch mit eigenen Memes drin. Das ist total witzig geworden. Also ich habe so Memes genommen und sie bearbeitet mit Insidern von uns und macht daraus jetzt so ein Fotobuch. Einfach quasi so ein paar Dinge von ihr und von uns generell in unserer Freundschaft, die einfach so lustig gestaltet werden. Ich glaube, das ist voll die süße Idee. Ja, und es ist sehr viel Aufwand. Aber es macht voll Spaß. Ich liebe auch so kreative Sachen. Deswegen mache ich das gerne. Ich hänge einfach nur ein bisschen hinterher, weil wirklich irgendwie bei mir ist es so, im November und Dezember haben so viele Freunde von mir Geburtstag. Und dann bin ich halt mit den ganzen Geschenken plus Weihnachtsgeschenke echt immer gut auf jeden Fall unterhalten, was Geschenke angeht. Und ich habe auch noch meinem Freund dieses Jahr einen Adventskalender gemacht. Das heißt, ich habe auch noch 24 Geschenke extra auch noch für ihn. Und deswegen muss ich das jetzt auch so ein bisschen nebenbei machen. Aber ist eine ganz gute, produktive Pause, finde ich. Ich fange jetzt gerade an, so Sachen aufzukleben. So Glitzersteine als Verzierung. Hä? Habe ich keine rosanen mehr? Ach doch, hier. Die habe ich auch benutzt für meine Gesetzestexte. Oh nein, es ist zusammengeklebt. Oh nein, Mist. Oh mein Gott, Leute, ich bin so eine schlechte YouTuberin. Ich war gerade die ganze Zeit bei dem Workshop. Ich wollte schon im Auto was filmen, dann wollte ich auch bei dem Workshop was filmen. Ich habe es einfach nicht gemacht. Ich habe es auch vergessen. Und hatte die ganze Zeit keine Zeit. Und es ist auch irgendwie weird, meine Kamera da rauszuholen mit anderen Leuten. Deswegen, ja, here I am. Ich habe es tatsächlich gemacht. Ich lüge euch nicht an, es ist passiert. Ich habe nur keine Videoaufnahme davon. Und jetzt fahre ich nach Hause. Auf jeden Fall war der Vortrag eigentlich ganz gut. Die Leute waren begeistert, die das gehört haben. Ein bisschen cringig auch. Kennt ihr das, wenn ihr was gemacht habt und ihr seid so, erstmal muss ich jetzt über alles nachdenken, was passiert ist. Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Diese Situation habe ich gerade. Ja, jetzt geht's aber nach Hause, noch ein bisschen lernen, ein bisschen Uni-Sachen machen. Morgen geht's in die Uni und dann nachmittags habe ich noch zwei Calls. Einen beruflichen, einen mit einer Kommilitonin von mir über den Unistoff. Und dann gehe ich abends zu einer Geburtstagsfeier von einer Freundin von mir. Und dann gehe ich zu meinem Freund. Also Freitag ist so ein sozialer Tag bei mir immer. Halt rechtmäßig darf, also dürfen halt nur Bundesorgane oder halt sollte die. Dann prüft man erst die Begründetheit, also ob es tatsächlich so ist, dass sie eingeschränkt werden in den Rechten. Verstehst du? Ja. Gut. Okay, hier seht ihr, wie ich versuche, das schöne Fenster zu filmen, beziehungsweise die schöne Aussicht zu filmen. Man sieht nämlich direkt von unserer Uni den Fernsehturm und den Berliner Dom. Wirklich echt schön. Ich hatte dann meine AG im Strafrecht, bin dann wieder nach Hause gefahren, habe mich ganz kurz mit meinem Freund getroffen, um was zu essen und bin dann abends auf den Geburtstag gefahren. Das war mein Outfit. Juhu. Okay, ich versuche gerade mich selbst zu filmen mit meiner Außenkamera von meinem Handy. Ich weiß nicht, ob ich jetzt komplett bescheuert aussehe gerade.